Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich bin ein bisschen angeschlagen, sieht man gerade. Moment, das noch sammeln und das auch noch. Und dann hier ist der Sturmvogel. Zack, Gewebetarnung, Schock, Verderbnis, Linse und die Sturmvogel trifft. Was für ein Fund. Ja, was für ein Fund, sehr schön. Und wir gehen jetzt zum Donnerkiefer noch, weil wir die Mission noch machen wollten. Aber das ist auch das Einzige, was wir machen wollen. Denn danach machen wir direkt weiter mit das hier. Genau, Aaron am Rotkompass. Und theoretisch auch das hier könnte man auch machen. Hauptquest, die beiden. Warum nicht? Ja, okay. Inhalte anzeigen. Habe ich noch offscreen gekauft gehabt, diese Dinger. Und sonst, glaube ich, habe ich nichts offscreen mehr gemacht. Haben wir irgendwelche Fähigkeitspunkte? Nö. Okay. Ja. Also Sturmvogel ist super easy, wenn man wirklich diese Waffe direkt abschießt. Oh, da ist. Ich glaube, das war ein Kader-Typ. Oh ja. Ja. Ciao. Tut mir leid, kleiner Freund. So, wir reisen dann mal zu. Wir reisen dann mal zu einem Donnerkiefer. Da hätten wir theoretisch einen. Das ist der in dem Tal, ne? Den finde ich eigentlich nicht so gut. Ich würde eher tatsächlich einen anderen machen. Und zwar den hier oben bei dem Jagdgebiet. Weil da sind ja auch Verwüster unterwegs. Und die haben ja die Waffen. Und damit können die auch überbrücken. Dann können die für uns kämpfen. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Weil ein Sturmvogel. Ich weiß gar nicht, kann man einen Sturmvogel überbrücken? Kann man darauf fliegen dann? Ich meine, ich würde es machen, ne? Gegner suchen sich für eine begrenzte Zeit, bla bla bla, ich sehe es nicht. Anführerschlag, ja, den will ich noch unbedingt freischalten. Aber als nächstes möchte ich eigentlich. Doch, das möchte ich eigentlich als nächstes machen, ne? Und danach die Konzentration. So, hier haben wir ja den, genau. Wir haben hier zwei Verwüster. Davon gehen wir uns. Warum habe ich nicht die Seilrutsche genommen? Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. So, wir haben ja auch den Silent Sprint. Oh, ich hoffe, das schaffen wir doch. Komm her. Ja. Okay. Sehr gut, dann kann der für uns gegen das Vieh kämpfen. Gehen wir auf die andere Seite und klauen dem seine Waffen. Also dem zweiten Verwüster. Ich glaube, es sind sogar drei. Okay, ein Wächter. Ja, die Wächter sind ein bisschen nervig. Die müssten wir eigentlich wegmachen. Problem ist nur, dass die halt perfekt stehen müssen, sonst. Oh, schon wieder. Ah, Mist. Natürlich hat er. Weißt du was? Wir überbrücken den Wächter, glaube ich, auch. Oh, perfekt. Der kämpft schon. Sehr schön. Und wir holen jetzt erstmal dem Vieh die Waffen runter. Yes, beide Waffen down. So, und dir. Na? Hallo, na, mein kleiner Freund. Ja, ja, dir hole ich auch die Waffe ab. Ich
Schön die Waffen ab. So, wichtig ist, dass wir halt die Waffe von dem Verwüster bekommen. Okay, der hat auch keine Waffe mehr. Das Problem ist nur, mein Freund ist gleich tot. Wir sollten ein bisschen vorbereiten. Oh, der ist umgefallen. Das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, dahin zu rennen. Hi. Hi. Na? So. Oh Mist. Das einzige Problem ist jetzt noch. Ah, komm hier. Oh, oh. Ja, der ist ein bisschen anders. Hier, bitteschön. Oh, der hat seine Waffe noch. Oh, hi. Ciao. Okay. So, die kriegen wir auch noch down. Ja, okay. Hier kommst du nicht. Ja, komm her. Komm her, kleines Mistvieh. Das sollte hilfreich sein. Ciao. Okay. Aber die Waffe ist jetzt nicht ab, ne? Schade. Das wäre eigentlich noch nice gewesen, wenn wir die Waffe noch bekommen hätten. Aber... wir haben ja das fette Vieh gelegt. Mit den schweren Waffen ist das halt super easy. Klar, wir verlieren ein bisschen Gesundheit, das ist klar, weil wir da in die Mitte müssen. Aber ja, das will man machen. So, was auf jeden Fall wichtig ist, wir können hier den Scheibenwerfer gönnen. Und dann, ciao. Ciao. Da bringt dir dein Schutzschild auch nichts. Ciao. Das ist halt das Geile an diesen Waffen. Sind zwar ultra schwer, aber jo. Wir müssen hier diese eine Fähigkeit aktivieren. Damit sollte ich schaffen. Wir haben es schon geschafft, Aloy, aber okay. Da liegt sogar noch eine Waffe, also wir können hier wirklich gut abrocken damit. Also hier liegt noch die zweite Waffe, das ist halt super gut. Jo, die holt einfach das fette Ding damit. Als ob. Hallo? Ich bitte. Ja, danke. Danke, danke, danke. Danke. Hier liegt die Waffe von dem Verwüster. Ja, wenn die halt kaputt ist, ne, dann kann ich die natürlich auch nicht mehr nutzen. Ist ja logisch, ne? Ja. Zünder, ja, Zünder brauchen wir echt nicht. Okay, damit haben wir das auch geschafft. Und jetzt müssen wir zu Aaron. Wo ist denn Aaron? Da. Ach so, wir sind ja hier. Dann reisen wir mal da unten hin. Uiuiuiui. Außerdem Funkenfänger in Outfit gegen Schockschaden. Ja, die werden wir uns noch gönnen irgendwann. Ah, ne, die haben wir schon, ne? Außerdem? Oder? Ich weiß es gerade nicht. Funktionieren dann können als Maschinen in Jagdgebieten. Ja, die haben wir zum Glück alle fertig. Oh, das ist gut, dass wir die fertig haben, ey. Aber die Belohnung war. Ja. Ja. Nicht so nice. Wir hören uns mal gerade hier in Upgrades von Munition. Ah, das hole ich aber mit, weil wir haben nicht so viel Heilung. Ist halt so wenig, ne? 8%, das ist halt so einfach mal nichts. Was ist denn das? Warum ist das Vieh rot? Ich glaube, da ist irgendjemand am Kämpfen. Erend, er steckt in der Klemme. Ah ja, ich komme mal helfen. Als ob der das nicht...
Als ob der da vorbeigelaufen ist. Ciao. Schlag zu, bis sie nicht mehr können. Hab ich. Das wäre geschafft. Danke für die Hilfe. Warum musst du auch alleine gegen die Maschinen kämpfen? Okay, ich meine, du kannst dasselbe natürlich mich fragen. Komm her, lass uns reden. Ja, lass mich erstmal looten. Gewebe-Eisschutz. Oh, der hat hier auch schon einen. Komm jetzt, worauf wartest du? Ja, lass mich doch das looten. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ach, ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der Grund für ihr Weggehen, und ja. Du das hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Muss ich mir Sorgen um dich machen? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Ja, Schattenkater wissen wir ja schon. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Jo, ist ja gut. nee, das ist eine Feuerbrennwurzel. Die nehme ich nicht mit. Alter, ich will keine Feuerbrennwurzeln. Auch nicht. Will nicht. Fuchs. Was wollte Ersa bloß hier draußen? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Ah, mal nur wieder Fleisch, ey. Ich lasse ihn liegen. Ist das Schattenkaja-Gebiet? Nein. Sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Er hat auch eine geile Waffe da, ne? So ein Hammer. So ein Skyrim-Hammer, ne? Da hinten. Der läuft aber gut. Also, hey, er kann gut laufen, ne? Ist schon nice. Was so schnell wie ich? Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Hier wurde etwas gezogen. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Zertrampelt, Blut verschmiert. Das muss eine Rüstung der Schattenkaja sein. Mhm. Ein Speer der Schattenkaja. Diese Blutflecken sind keine Lache, wie sie sich um eine Leiche bilden würde. Da liegen Pfeile. Okay. Sie sehen aus wie neu. Sie wurden nie abgefeuert. Das sieht aus wie... verschmiert. Das sieht aus wie, als ob das irgendwie geplant... Also, dass das kein Überfall war, sondern dass das einfach nur, sagen wir mal, hingemalt wurde. Gut geschärft. Er war nie im Einsatz. Die haben einfach Waffen hier hingelegt und die entführt. Wurde hier jemand weggezerrt? Das sieht einfach nur so hast aus. Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie. Als ob es von etwas heruntergetropft wäre. Wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Entführung. Im Moment
bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Ja. Warte, ist das Blume? Nee, Stein. Das ist auch keine Blume. Blume? Nee, Feuerbrennwurzel. Nee, heilende Windglut. Hey, hü. Da ist auch Blume. Oh, Doppelblume. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ich frag mich, warum diese Riesenblume, ne, nur 7% gibt, aber diese kleine heilende Wildglut, die gibt nur, die gibt auf einmal 14. Hä? Lagerfeuer entdeckt. Das haben die nicht gecheckt hier. Naja. Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Ja, das nehme ich mit. Dankeschön. Als ob die mich einfach hier zu dem Gefäß leiten. Dunkle Knochen. Oh oh. Ich würde mal sagen, da müssen wir hin. Dann können wir auch später die Blume holen, ne? Das sind keine Schattenkarja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Sie kommt uns holen! Okay, warum sind das Osseram? Headshot! Kein Headshot, Mist. Alter, warum treffe ich nicht? Ciao. Als ob der Eispfeile hat. Hat der Eispfeile? Was ist der denn für ein krasser Dude? Ciao. Tja, ich kann euch von hier treffen. Gib mir dein Head. Alter, wie er sich immer wegdreht. Oh, was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Eine Lücke suchen und zuschlagen. Aua. Ich kann nichts machen. Wo ist die Waffe? Hä, wo ist deine Waffe? Wo ist deine Waffe? Ah, da. Ja, ja. Aua. Ciao. Osseram, keine Schattenkarja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte. Benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Jo. 75 Schutz. Schutz. Schuss haben wir noch. Ich lass die mal liegen. Ey. Söldnerkrieger. Vielleicht sind die angeheuert worden. Söldner Schmied?
Hä, warum haben die einen Schmied mitgeschickt? Dachte ich, tu mal Aloy auf die rechte Seite wieder. Ich weiß nicht, wie ich switchen kann, dass sie immer rechts läuft. Ey, warte, das war heilende irgendwas. Okay. Diese Felsen wurden zerschmettert. Das sieht nach Waffen der Garde aus. So viel Blut. Was sind das für Lederriemen? Riemen einer Rüstung, mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Als ob jemand entkommen wäre. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Auch nicht schon wieder so ein Sorderber oder wie er heißt. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Hier, wie heißt der? Steinbrecher. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. So ein Raketenwerfer. Rede mit Erend. Ja, warte, hier ist noch ein Loot. Noch ein Loot. Genau ein Loot. Ist noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hi. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann lebt sie. Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Hauptquest abgeschlossen. Es wird interessant. Im Grenzgebiet, ne, ins Grenzgebiet. Sonnenpalast, ja. Okay, dann gehen wir mal. Wait. Ich wollte Escape drücken, um die Karte zu öffnen, aber das funktioniert so nicht. Ich würde mal sagen, wir holen uns noch die Metallblume, bevor wir jetzt hier weggehen, weil wir sind jetzt gerade hier in der Nähe. Also können wir dann auch noch schnell holen gehen. War auch gut, dass hier das Gefäß direkt zu finden war. Fand ich sehr nice. Wait, warum sagt er, ich muss da runter? Das ist doch wieder so ein Schmutz, ne? Das ist wieder so ein Schmutz einfach nur. Der sagt mir wieder, ich soll da runter, aber das ist eigentlich hier oben drauf. Ne? Jetzt siehst du, ich laufe genau drauf zu. Was war das hier? So eine Satellitenschüssel? Ja, ne? Ja, das war eine Satellitenschüssel. So. Ja, siehst du mal, von hier oben kann ich auch runterjumpen einfach. Da unten sind ein paar Schnappmäuler. Ich habe, glaube ich,
Ich habe eine Folge auch genannt. Ja, guck mal, hier ist es schon. Ich habe eine Folge, glaube ich, auch. Komm, Schnappmaul, sieht ja alle. Ja, ne? Ich glaube, man weiß, woran das angelehnt ist. So viel zum Thema Sicherheit. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Komm, Schnappmaul, sieh dir alle. So. Die Blümelein haben wir schon. Das ist grauhaarig Gebiet, würde ich sagen. Wo müssen wir denn hin? Nicht dahin. Ach, dahin. Da. Sonnenpalast. Stimmt, da waren wir noch nicht, ne? Ja, reisen wir dahin. Mal gucken, was uns da erwartet. Bin gespannt. Bin gespannt, was da passiert. Panzerwandern passen sehr gut auf ihre kostbaren Ladungskisten auf. Ja, gut, wenn ich das, ja. Ja. Wenn ich das mit einer Waffe abschieße, dann, ich finde das cool, dass diese Scheibenwerfer auch die Schilde einfach durchdringen können. Aber wir müssen unbedingt mit der Hauptquest weitermachen, weil ich möchte... Ja... auch mal die Story weitermachen und ein gewisser Loot bekommen. Alter, sieht das geil aus. Es ist immer nice, wenn du hier einfach stehst, ey. Oh, warte, der muss die Stadt erstmal laden, ne? Ich wünschte, ich könnte mir jeden Tag einen Moment dafür nehmen, aber ich habe nie Zeit. So. Hey. Hey, na, was geht? So, ich muss da hinten rein. Wait, hier ist irgendwo... Seht ihr da oben diesen Cube? Ah, da ist was zu lesen, siehst du? Da achte ich immer so ein bisschen drauf, dass wir die so ein bisschen finden können. Alter, wie viele? Alter, wie viele stehen hier bitte gerade? Hallo? Wie die auch immer salutieren vor uns, ne? Ach, da muss ich hin. Oh, und wie die alle hier... Oi, oi, oi. Wow, das ist der Kaja-Palast. Sieht schon beeindruckend aus. Niemand kommt ohne eine Einladung in den Palast. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja. Und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Boah, Alter. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Wow. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt Fremde aus dem wilden Osten. Was will der Sonnenkönig denn von dir? Tja, ich bin halt besser. Inakzeptabel. Ich stehe hier schon 2 Stunden. Tja, Pech. Ich bin halt... Alter, wie langsam der Typ geht, ne? Das gibt es auch einen Keks. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Ja, ist wirklich so. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Aha. Hey, das ist eine... Ach so. Aloy von den Nora, Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist.
und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwal. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Oh, krass. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Okay. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Interessant. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Ja, und ich bin auch schnell die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.